In diesem Video nehmen wir euch mit nach Kroatien, an die Küste Istriens. Bevor es für uns auf die 10-stündige Autobahnfahrt geht, wird jetzt erstmal gepackt. Zunächst auf deutscher Autobahn geht es für uns dann nach Österreich, über Slowenien bis nach Kroatien. Wir sind soeben über die kroatische Grenze gefahren und jetzt geht es für uns direkt zu unserer Unterkunft. Und wir wollen auch noch kurz am Meer halten und dann schauen wir mal, was der Tag noch so bringt. Jetzt wäre erstmal ziemlich müde und werden uns wahrscheinlich erstmal ein bisschen ausruhen von der anstrengenden Fahrt. Wir wollten euch noch berichten, wie es für uns war, als wir von Deutschland nach Kroatien gefahren sind mit den Grenzübergängen. Da war es bei uns so, dass sowohl in Österreich als auch bei Slowenien sich ein bisschen gestaut hat und wir immer ungefähr so 15 bis 20 Minuten an der Grenze standen. In Österreich wurden wir gefragt, wo wir vorhaben hinzufahren und dann haben wir gesagt, eben nach Kroatien. Und damit war es eben ein Transit und wir durften eben nicht in Österreich uns aufhalten. Und bei Slowenien wurden wir gar nicht kontrolliert. Da hat der Grenzbeamte einfach nur abgewunken. Und dann aber in Kroatien. Dort haben wir alle unsere Unterlagen vorzeigen müssen. Sowohl unser negatives Testergebnis als auch das Einreiseformular, was wir im Vorfeld ausgefüllt hatten. Und mussten eben auch unsere Unterkunft dort angeben im Einreiseformular, wo wir uns aufhalten werden mit genauer Adresse. Und das hat aber alles dann reibungslos funktioniert. Beim Grenzübergang zu Kroatien war dementsprechend auch die Wartezeit etwas länger. Da standen wir ungefähr 40 Minuten, weil sie eben wirklich jeden Einzelnen bei der Einreise kontrollieren, ganz genau. So, ich zeige euch jetzt mal die Wohnung. Das hier ist die Küche. Und hier geht's ins Badezimmer. Ist auf jeden Fall sehr modern. Und hier kann man sogar draußen im Freien sitzen. Das ist der Wohnzimmerbereich.
Und das hier ist das Schlafzimmer. Guten Morgen, ihr Lieben. Wir sind jetzt gerade aufgestanden und machen uns gerade fertig. Wir haben sehr gut geschlafen in der Unterkunft und der Plan ist jetzt erstmal einkaufen zu gehen, damit wir ein paar Lebensmittel für die nächsten Tage haben. Und dann wollen wir heute von dem kleinen Ort aus, in dem wir wohnen, das ist der Ort Tar, ich blende ihn euch auch mal auf der Karte ein, wollen wir dann entlang der Küste südlich fahren und uns verschiedene Orte angucken und auch einen Fjord, der hier an der Küste liegt. Und ja, wir sind schon sehr gespannt, was der Tag so bringt und nehmen euch jetzt mal mit. So, wir schmieren uns jetzt Brötchen und dann fahren wir los. Wir sind jetzt nach Poretsch gefahren und schauen jetzt die Innenstadt an, aber wir sind gerade noch auf der Suche nach einem Parkplatz hier, wo wir jetzt erstmal geparkt haben am Strand. Das ist wahrscheinlich nicht erlaubt, da steht es von dem Grundschild. Hier in der Strandpromenade sind überall solche Badeeinstiege. Hier kann man sich im Sommer sehr schön ins Meer. Wir laufen gerade entlang der Promenade bis zur Altstadt und das Wetter klart jetzt auch richtig schön auf. Die Sonne kommt raus. Heute Morgen war es ja ein bisschen bewölkt. Es scheint wohl doch okay, auf dem Parkplatz stehen zu bleiben und deswegen haben wir das auch getan. Wir haben im Internet nichts gefunden, dass es verboten sei. Wir sind jetzt in der Altstadt angekommen und laufen jetzt mal entlang aller Sträßchen. Die Stadt Poretsch ist eine der bedeutendsten Küstenstädte der Halbinsel Istriens. Wenn euch dieses Video gefällt, gebt uns gerne einen Daumen hoch und vergesst auch nicht, uns zu abonnieren. Wir würden uns sehr freuen.
Unser Fazit zu Porridge: Es lohnt sich auf alle Fälle, hier mal vorbeizukommen. Uns hat es sehr, sehr gut gefallen. Es gibt total viele schöne Gässchen, durch die man Lust wandeln kann, und viele Souvenirläden und Cafés. Das lohnt sich auf alle Fälle. So, wir sitzen jetzt wieder im Auto und haben Porridge hinter uns gelassen und fahren jetzt nach Wirsa. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Ich blende es euch nochmal auf der Karte ein. Und dort wollen wir zu einer Aussichtsplattform. So, wir sind jetzt angekommen und haben hier geparkt. Wir sind aber irgendwie auch die einzigen, die hier gerade parken auf dem ganzen Parkplatz. Wir merken schon, dass es hier deutlich untouristischer ist als eben in dem größeren Ort. Und insgesamt ist aber auch gar nicht viel los und die Straßen sind eigentlich alle ziemlich leer. Wir müssen jetzt hier erst noch ein bisschen bergauf laufen, um dann einen schönen Blick über die Bucht zu haben. Als nächstes geht es für uns zum Limski-Kanal, der wie ein Fjord ins Landesinnere führt, und wir sind schon ganz gespannt, ihn zu erkunden. So, nachdem wir nun am Fjord waren, sind wir jetzt nach Bovinje gefahren und schauen uns jetzt mal die Stadt an. Unser Fazit zu Rovinje hat uns sehr, sehr gut gefallen, die Stadt. Es gibt extrem viel zu entdecken und es gibt viele Restaurants und Cafés, die direkt an der Küste liegen und ans Wasser gebaut sind. Das hat uns sehr gut gefallen und wir werden auf jeden Fall hier irgendwann nochmal herkommen. Da
Das war unser erster Vlog aus Istrien. Wir hoffen, es hat euch gefallen und seid gespannt auf die weiteren Vlogs.